Deswegen machen wir auch gleich weiter. Ich habe jetzt St. Martin, dann kommt jetzt St. Eustanius dran. Wenn ich das habe, dann ist es nur noch Curaçao und dann habe ich die Holländer ausgerottet. Betreten. Ach nee, ich wollte ja noch. So, dann wollte ich vorher noch meine eigenen Fähigkeiten verbessern. Zum einen meine Taktikfähigkeit. Und dann durchschlagen Erfolg. Der kriegt eine höhere Verteidigungsfähigkeit. Ach, das ist ein Franzose, das ist ein Engländer. Franzose, Spanier, Franzose. Ich sollte mal in der französischen Kolonie vorbeischauen. Ich sollte echt mal in eine französische Kolonie fahren, um da die Leute zu. So, einmal auf Verfolger angreifen gehen. Ich werde sowieso gleich wieder zurück zur Weltkarte, um dann ganz schnell rüber zu hopsen nach St. Eustanius. Schaffe ich das noch an diesem Tag? Yep, schaffe ich sogar noch. So. Oh nein, haben die eine Riesenfront. Oh, und was ist das für ein Schiff? Ein Linienschiff. Wieso haben die ein Linienschiff hier stehen? Das ist doch nur ein kleiner Außenposten. Oh, selbst versenkt. So. Erstmal die ganzen anderen Schiffe. Vielleicht ist hier noch was, was man aussammeln kann. Cobra. Immer wieder schön. So, und jetzt zum Fort. Muss ich die Balletttechnik anwenden, mich immer wieder drehen. Ja. Und wieder in den Hafen schleichen. Ach echt, das ist so ein Bug in diesem Spiel. Hätten sie mal lösen sollen. Jetzt weiß ich jedenfalls, wie damals die Aufnahme kaputt gegangen ist. Ich habe beim F3 drücken versehentlich mit auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Der ist nämlich bei mir F4. Und der Daniel Dutokovi wird der neue Gouverneur von dieser komischen Stadt, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Hui, die Werft ist zerstört. Ja, Kapitän. Und Truppen anlanden. Und da muss ich unbedingt speichern danach. Oh je, meine.
kapern. Ja. Daniel Dutoit. Daniel Dutoit. So, neue Kolonie. Neuer Speicherstand. Verzeiht, ich habe keine Zeit, um Konversation zu machen. Nö, dass das irgendjemand irgendwo hinbringen. Nach Guadalupe, nö. Nicht interessiert. Dann wieder in die Kneipe fahren. Gehen. Dort neue Leute holen. Jupp. Dann mal in die Kolonieverwaltung. Kolonie Gold. St. Martin. Ah, in St. Martin kann man eine Expedition durchführen. St. Estanius. Ah, die nehmen wirklich Gold ein. Dass ich mir da einfach unter die Nagel reiße. Lol. Warte, wie war es hier auf St. Martin? Kann man eine Expedition machen? Machen wir das so mal. Hier war meine Loyalität bestimmt am besten. Kolonielevel Stadt erfordert. Erfordert große Stadt. Erfordert Festung. Aha, also für. Wenn das eine Stadt sein soll, muss sie eine Festung bauen. Aber damit die Kolonie sowieso bald geklaut wird, lohnt sich das gar nicht. Mache ich mich lieber daran, weiter die Holländer auszurotten. Sonst, wenn ich den zu nichts gebrauchen kann, dann wird er doch jetzt mal Schreiner. Immerhin hat er eine Zulassung als Schreiner. Also, so, hier. Handwerker. Schiffbauer. So. Und dann soll er noch schneller lernen. Hier beim Gouverneur kann ich sowieso nichts machen, außer einmal Hallo sagen. Ihr wünscht, Sir? Also, sorgen wir mal dafür, dass wir jetzt ein paar Holländer ausrotten. Wir rotten Holland aus. Etwas, was sich manche Deutsche wünschen. Wir tun's. Kapitän, ich verlange mehr Geld. Ich sollte vielleicht dazu auch mein Schiff reparieren vorher. Also nochmal in die Stadt. Ankern. Hoffentlich hat die Werft noch offen. Nein, die Werft hat nicht mehr geöffnet.
Ist mir eine Ehre, euch in meinem... Einmal übernachten. Könntet ihr mir behilflich sein, Kapitän? Nach La Vega möchte ich jetzt nicht. Ach, jetzt ist erst... Jetzt bin ich bis zum... Habe ich bis zum Abend übernachtet. Ist mir eine Ehre, euch in meinem Laden zu haben. So unlogisch, weshalb gibt es diese Funktion überhaupt? Ist mir eine Ehre, euch... Oh nein. Jetzt wird irgendeine Kolonie von mir angegriffen. Ich suche einen Kapitän mit einem eigenen Segelschiff. Aber, das war jetzt zu schnell dafür, dass ich es lesen konnte. Zum Glück nehme ich ja alles auf, was ich hier mache. Höhö. Deshalb gehe ich jetzt kurz in die Werft. Na toll, ist hier etwa die Werft zerstört oder was soll das bedeuten? Warte mal, wo sind wir gerade? St. Eustanios. So. Jetzt ist sie jedenfalls nicht mehr zerstört. Keine Sorge, überlasst uns nur euer Schiff, Kapitän. Und jetzt gucke ich mal in meinen Aufnahmen nach, wer denn hier wen angreift. Solange es keine Holländer sind, lasse ich sie die Kolonie einfach erobern. Das ist mir dann auch egal. Nur wenn es Holländer sind, dann kann es Ärger geben. Also bis gleich. Und da bin ich wieder. Spanien greift La Vega an, das ist mir ziemlich egal. Für diese Stadt werde ich nicht schon wieder mein Schiff fast opfern. Deswegen werde ich jetzt in die letzte verbleibende holländische Kolonie fahren. Nämlich nach Curaçao. Das ist einmal nach ganz, ganz, ganz links unten. Und da ich kein Speed-Up... Obwohl doch, dann mache ich, muss ich ein bisschen rechnen. So ist das dann halt. Und mache ein Speed-Up draus. Und der beginnt dann wohl hier. Okay, wir haben ein Problem. Holland führt einen Angriff auf Santo Domingo aus.